Herzlich willkommen zurück bei Hautnah und wir machen wie immer an dieser Stelle weiter mit unserem Hautnah-Spieler der Woche, die Nummer 35, Brad Lüssing. Es hat ein bisschen gedauert, bis Brad Lüssing nach dem Spiel für uns Zeit hatte. Der 27-jährige Point Guard musste noch zur Dopingkontrolle. Ein Bestandteil des Lebens eines Profisportlers. Ah, es ist okay. Ja, wie du gesagt hast, es ist ein Teil des Sports. Und ja, es ist ein bisschen witzig auch, aber muss man machen. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Sport und für alle Sport. Seit 2015 ist Brad Lüssing ein Teil der MHP Riesen Ludwigsburg. Davor wurde er bereits eine Saison in die Pro A zu den Oettinger Rockets nach Gotha ausgeliehen. In den 3 Jahren Deutschland hat er an seinem Deutsch gearbeitet und sich schon bestens eingelebt. Ich fühle mich ganz wohl hier in Deutschland und ich habe viele gute Freunde hier und die Leute in Ludwigsburg, in dieser Gegend, sind sehr nett, schön. Es ist sehr gut und ich habe auch Familie hier dabei und das macht auch Spaß und es ist auch gut für mich persönlich. Aber ja, ich fühle mich ganz wohl hier in Deutschland. Ja, es ist schön. In der vergangenen Saison war Lüssing mit durchschnittlich über 18 Minuten Spielzeit und 5,8 Punkten einer der Überraschungsspieler der Liga. In dieser Saison spielt Lüssing pro Spiel zwar knapp 3 Minuten weniger und kommt bisher auch nur auf knapp 4 Punkte. Das liegt aber vor allem am harten Konkurrenzkampf auf der Position des Point Guards. Aber es ist immer gut, wenn du einen Konkurrenz, zum Beispiel wie Cliff Hammonds, großartiger Spieler, und das hilft man nur. Und ich nehme das nur als ein Positiv. Und ich glaube, das macht mir nur besser als Spieler, als ein Mitspieler. Und ja, das ist gut. Ich muss einfach jeden Tag kämpfen. Und ich finde das sehr wichtig. Dafür kommt auch Lüssing in dieser Saison in den Genuss, Champions League zu spielen. Neben dem sportlichen Erfolg sind auch die Reisen nach Istanbul, Belgrad, Athen oder Israel prägend. Für den in Cincinnati geborenen Amerikaner mit deutschem Pass. Man muss unsere Möglichkeiten genießen. Ja, wir können die Welt sehen und das ist auch wichtig als Mensch. Und ja, das macht Spaß auch, dass wir die Welt sehen können. Und ja, auch gute Basketballspiele und das macht auch viel, viel Spaß für uns. Mittwoch Bamberg, am Wochenende Top 4 in Berlin, dann das Rückspiel in der Champions League gegen Maccabi Rante Media. Es bleibt ein heftiges Programm, doch Lüssing sieht sich und seine Kollegen gut gerüstet. Ja, wir haben keine Wahl, wir müssen frisch sein, aber wir haben eine gute Rotation und viele Spieler und mit unseren Physios und so, und Benny, die machen uns immer bereit. Und ja, wir bleiben frisch, ich glaube. Und natürlich, in der Saison kommt was, ja hier und da, aber wir sind frisch, ich glaube. Seine Zukunft kann sich Brad übrigens auch weiterhin in Ludwigsburg vorstellen. Bei weiteren Aktionen wie diesen hätten sicher auch die Fans nichts dagegen.